Nochmal hallo zur endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Echt endlos. Die Themen werden sich über die Zeit wiederholen, weil immer wieder ein neuer Blickwinkel dazukommt. Und so funktioniert das Lernen auch. Wir sind niemals fertig. Das heutige Thema ist unser Geist und die Sinne, Affengeist, Vorstellung, aber in erster Linie Geist und die Sinne. Dann machen wir heute auch eine Nicht-Meditation, wie war der Hutmacher von Alice im Wunderland mit seinen Nicht-Geburtstagsfeiern. Machen wir heute eine Nicht-Meditation. Also eine Frage auf dem Stillness Unveiled Channel, auf dem wir jeden Abend um 18.30 Uhr für eine halbe bzw. dreiviertel Stunde zusammen wortlos rumsitzen, hat jemand gefragt, was ist der Unterschied zwischen dem Geist, dem Affengeist und Vorstellung. Und ich habe kurz geantwortet, da gibt es keinen Unterschied, ja, es ist das Gleiche. Vorstellen kann man sich das wie ein Kind und sein Spielzeug. Ja. Das ist die beste Analogie. Also Vorstellungen, Gedanken, Konzepte, aber auch Bilder, ja. Das ist alles Spielzeug des Affengeists. Und das ist nicht schlecht. Wir brauchen das. Wir brauchen Konzepte. Wir müssen uns überlegen, was wir machen und so. Das ist so. Der muss nicht weg. Der muss nicht ruhig sein. Es wäre schön, deswegen sage ich das immer wieder, wenn der Geist und der Körper von selber zur Ruhe kommt. Und viele von euch werden das wissen, ja, wenn ihr versucht zu sitzen, dann klappert es im Kopf. Ja. Manche Leute sagen, das stört. Freundschaft mit dem zu schließen, darum geht es. Sich nicht mehr von dem treiben lassen, das ist nicht der Chef. Ja, der Geist ist nicht der Chef. Aber er ist unser sehr guter Freund. Deswegen ist Affengeist ist nicht abfällig gemeint. Der kommt auch zur Ruhe, das hatten wir letztes Mal, wenn man seine Aufmerksamkeit auf Körperempfindungen lenkt. Aber nach dem, was ich aus den Schriften weiß und was ich bei mir selber feststellen kann, hat er die Aufgabe, von einem Sinn zum anderen zu springen und rauszufinden, also quasi eine Bewertung vorzunehmen, muss ich da was machen, muss ich da nichts machen und so weiter und irrsinnig schnell sogar. Was für mich erstmal einen überlebenstechnischen Sinn macht, dass das so funktioniert. Nur entwickelt der natürlich im Grundzustand dann lauter Geschichten. Das kann man feststellen. Also ich nenne das, was wir jetzt gleich machen, nicht unbedingt Meditation, aber wir machen mal 10 Minuten mit diesem springenden Freund Affengeist, einen Versuch mit geschlossenen Augen, starten jetzt. Ruhig die normale Vorbereitung, sich einzurichten, sich ein wenig auszurichten und ein wenig mit dem Körper rumzuspielen, weil normalerweise so eine Meditationssitzung eben länger dauert und dann soll es dem Körper gut gehen. Ja.
Aber wir spielen mit unserem Freund heute mal. Ja? Achtet mal da drauf, bei geschlossenen Augen, was da so sehsinnmäßig zu entdecken ist. Ja, wir schließen die Augen, damit durch den Sehsinn nicht so viele Ablenkungen kommen. Aber trotzdem, auch bei geschlossenen Augen, ist ja etwas zu sehen, wenn ihr da zum Beispiel Licht habt. Man kann das mit geöffneten Augen auch machen. Wir machen irgendwann später mal so ein Tratak. Schauen in die Flamme, aber jetzt nicht. Es ist sehr aufwühlend mit geöffneten Augen. Deswegen einfach erstmal, was macht mein Geist und was sehe ich mit geschlossenen Augen? 3, 4 Atemzüge. Und jetzt, was kann ich riechen? Ist die Aufmerksamkeit, das Aufmerksamkeitspotenzial abziehen von dem Sehsinn und mal riechen. Aufmerksam riechen. Wenn ihr nichts riecht, ist das auch okay. Dann achtet auf den Geist, der da vor sich hin hüpft und sagt, oh, mir ist langweilig. Achtet darauf, was der für Spielchen macht. Er freut euch an dem, was ihr riecht, oder wundert euch, was da zu riechen ist. Noch 1, 2 Atemzüge. Für manche ist das zu schnell. Wir wollen schon noch in der Richtung 10 Minuten bleiben. Der nächste Sinn ist das Schmecken. Was kann ich in meinem Mund schmecken?
langsam hören. Was kann ich hier nah und in der Ferne hören? Auch die anderen Eindrücke, die damit zusammenhängen, mit dem Hören. Das macht mein Geist. Und zurück zum Hören. Nächste ist sehr komplex. Das ist eigentlich nur Fühlen, aber wir hatten das. Die Körperempfindungen sind viel mehr Bereiche, auf die man seinen Fokus richten kann. Nehmt von dem Touch, dem Körpergefühl, jetzt das, was am herausragendsten ist. Also fühlt eure Haut oder irgendeine Körperempfindung. Dann nochmal die Aufmerksamkeit. Was macht mein Geist jetzt? Macht er nichts? Er freut euch an zufriedener Ruhe, an innerem Lächeln. Zwei, drei
sehr langsame Atemzyklen. Und dann öffnet langsam, langsam, langsam die Augen. Wunderbar. Einmal den Fokus auf die Sinne und auf den Geist. Es ist ziemlich wichtig, den kennenzulernen. Nicht mehr von dem springenden Affengeist getrieben zu sein, aber ihn auch als Freund wahrzunehmen. Das ist wichtig. Darum ging es mir heute. Das war das zentrale Anliegen. Wenn ihr eine Meditation angefangen habt, dann versucht langsam, so wie es euch gut tut, die in 5-Minuten-Schritten oder wenn ihr wollt in größeren, auf maximal. Wirklich für die ersten Jahre, wenn ihr niemanden habt, keinen Lehrer oder sowas, ne, dann wirklich maximal 30 Minuten. Das reicht. Also das ist zum Anfang ist es ja schon enorm schwierig, auf die Länge zu kommen und sich da irgendwie wohl zu fühlen, daran zu lernen. Aber manche haben auch den Enthusiasmus, dann unbedingt eine Dreiviertelstunde, eine Stunde zu sitzen. Bleibt bei den 30 Minuten. Darin findet alles statt, woran man lernen kann. Das ist okay. Wenn ihr bei den 30 Minuten seid, dann könnt ihr gerne mit mir jeden Tag um 18.30 Uhr zusammen, aber wortlos, rumsitzen. Auf dem, ich weiß nicht, kriege ich das eingeblendet, auf dem Stillness Unveiled, also YouTube/Stillness Unveiled, der ist aber auch verlinkt. Ich habe den mit Absicht getrennt, weil erstens da ich jeden Tag öfter einfach so still rumsitze mit Kamera, aber dieses gemeinsam um 18.30 Uhr rumsitzen, ist eigentlich erstens ganz nett, ne? Für viele so ein Übergang vom Arbeitstag in die Freizeit. Auch wenn ich da gar nicht groß was erzähle. Ne? Einfach nur Hallo, hinsetzen. Nach 30 Minuten ertönt ein Klangholz. Die schon ein bisschen länger sitzen, also ein paar Jahre schon, die sitzen 45 Minuten und zu dem Termin nicht länger. Ne? Also ich sitze manchmal tagsüber ein bisschen länger dann noch. Aber dann bei dem Klangholz wisst ihr, das reicht, ja, ist okay. Aber so hättet ihr die Chance, auch eure Praxis vielleicht zu verstetigen und ihr habt eine Chance zu grüßen, aber auch Fragen zu stellen. Ja, ich weiß nicht, manchmal beantworte ich die nicht sofort, ja, manchmal mache ich da sogar eine FAQ-Antwort drauf. Das ist mein Angebot. Stillness Unveiled, 18.30 Uhr. Freitags mache ich da auch einen kurzen Talk mit etwas komplexen Themen. Okay, dann danke fürs Mitmachen und bis 18.30 Uhr, bis zum nächsten Mal. Gucken, ob ich dahin zurückkomme.